Klappt das jetzt besser? Okay, herzlich willkommen zu Teil 10 von unserer Vorlesung zur Einführung in die pädagogische Psychologie. Sie sehen, wir sind wieder in unserem TV-Studio. Ich freue mich, Sie alle heute auch wieder hier begrüßen zu können. Wir haben heute wieder einiges vor. Vor allem, ich freue mich auch darauf, Ihnen die Ergebnisse von unserer Evaluation auch berichten zu können. Aber vorher als kleiner Rückblick von der vorherigen Vorlesungssitzung und auch als zur Beantwortung der Quizaufgaben. Wir haben uns ja sehr viel mit dem Thema Selbstregulation befasst. Sehr wichtig dabei, dass Selbstregulation keine Persönlichkeitseigenschaft ist, aber dass es dort gewisse Verbindungen auch gibt. Ich sehe kurz im Chat, dass der Ton etwas, dass man ein Echo hört. Ja, es lag daran, ich habe leider mein PC hier nicht gemutet, sodass ich quasi auch selber im Zoom-Call mich gehört habe. Und das war natürlich nicht so clever. Naja, also vielen Dank an den Chat auf jeden Fall auch. Genau, Selbstregulation, keine Persönlichkeitseigenschaft. Aber gewisse Korrelationen auch mit insbesondere Conscientiousness, Gewissenhaftigkeit als eine der Persönlichkeitseigenschaften, die auch einen, eine große Bedeutung auch für Lernerfolg auch unter anderem bietet. Ich bin auch gespannt, ob zu hören, wenn Sie das vielleicht beispielsweise im Chat oder auf den Piazza-Plattformen halt schreiben wollen, ob Sie ebenfalls auch so einen Persönlichkeitstest, wo ich Ihnen ja auch ein Beispiel mitgebracht habe, ob Sie den auch absolviert haben, um sich auch ein bisschen besser selbst einschätzen zu können. Und mich würde natürlich auch interessieren, inwieweit dies mit Ihren eigenen Vermutungen natürlich auch übereingestimmt hat. Dann Selbstregulation beinhaltet kognitive, metakognitive und motivationale, evolutionale Komponenten. Diese drei Komponenten auch sehr wichtig in bezogen auf, wie man auch Selbstregulationsfähigkeiten in Lehr- und Lernprozessen, also in den Lehrprozessen, vor allem zur Unterstützung von Selbstregulation und in Lernprozessen, wo Selbstregulation dann auch verwendet wird. Dann haben wir uns verschiedene Modelle angeschaut, Prozessmodelle unter anderem von Schmitz und da auch die verschiedenen Phasen uns angeschaut und genauso das Modell der Selbstregulation nach Pinchwitz. Gute Nachrichten, wir haben auch schon unsere erste Millionärin in unserer Veranstaltung. Ich möchte natürlich, dass Sie im Rahmen unserer Einführung in die pädagogische Psychologie Millionärin oder Millionär werden. Der oder die erste von Ihnen hat es auch schon erreicht mit den Punkten. Ich bin natürlich jetzt auch sehr gespannt, wenn wir langsam da in diese Richtung, dass da einige von Ihnen gehen, ob also die Million reicht aus, um einen Teilnahmeschein zu erwerben, der Sie zum einen dazu berechtigt, einen unbenoteten Schein für diese Veranstaltung zu bekommen. Also wenn Sie in einem Studiengang studieren, in dem Sie quasi keine benotete Leistung benötigen, brauchen Sie nur die Million, dann kriegen Sie den Teilnahmeschein für 3 ECTS. Natürlich nur für Leute, die an der Uni Tübingen eingeschrieben sind. Und wenn Sie die Modulprüfung machen wollen oder einen Teil der Modulprüfung oder auch in irgendeiner anderen Weise einen benoteten Schein benötigen, dann berechtigt Sie dieser Teilnahmeschein zur Teilnahme an der Klausur. Wir haben auch, wir explorieren weiter, das nur als kleines Update, Online-Klausur, wie wir alles das gut machen können. Es scheint in die Richtung zu
laufen. Wir haben noch keine finale Entscheidung getroffen. Wir werden Sie aber auch da dann zeitnah informieren, unter anderem dann auch mit einer Form, wo Sie sich dann zur Klausur, zur Modulklausur anmelden können, wo Sie dann auch sagen können, hey, okay, hey, Christian Fischer möchte nur Klausur zur Einführung in die pädagogische Psychologie belegen oder pädagogische Psychologie und Diagnostik oder halt die drei Modulteile pädagogische Psychologie, Diagnostik und empirische Bildungsforschung. Also wir bieten das quasi so als Gesamtpaket an, modular, sodass Sie sich quasi die Teile dann auch heraussuchen können, die Sie halt für Ihren Studienerfolg brauchen. Jetzt will hier Logitech irgendein Update machen. Moment, ich muss kurz, das Bild ist schwarz. Okay. Da bekommen Sie dann auch weiterhin Informationen relativ schnell. So, Evaluation. Ich habe mich sehr gefreut. Sehr viele von Ihnen haben die Evaluation letzte Woche auch ausgefüllt. Strategisch habe ich mich natürlich auch gefragt, warum es so clever war, die Evaluation quasi in der ersten Vorlesung nach der Winterpause zu machen. Also ich hätte es besser gefunden, wenn wir das quasi vor der Winterpause gemacht hätten, weil dann ist natürlich auch bei Ihnen allen noch etwas frischer auch in Erinnerung war. Aber leider haben wir das nicht vorher bekommen, habe ich das vorher nicht bekommen. Aber nichtsdestotrotz, Ergebnisse, Sie haben auch ja schon, also es waren ja sehr viele Fragen, ich stelle Ihnen einfach nur ein paar Key Facts vor. Allgemein, Mittelwert, Sie haben ja auch quasi die Ergebnisse vom letzten Jahr auch gesehen und auch ein bisschen Rückblick hier, Diagnostik, Mittelwert, Standardabweichung, sehen Sie hier nochmal an Beispielen. Besuchte Veranstaltung für mich gelohnt, ist mit 1,6, das freut mich natürlich. Gesamtnote der Veranstaltung 1,7, keine 4 und 5 finde ich gut, so ein paar 3, naja, ist halt so, sieht an sich sehr positiv aus, darüber freue ich mich sehr. Ich hoffe natürlich auch, dass wir auch das im weiteren Semester natürlich auch weiterhin positiv gestalten können. Ich glaube sogar im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Ergebnisse um Punkt 0, also um Punkt 1 oder so auch verbessert, worüber ich mich natürlich auch sehr freue. Und ich hoffe natürlich auch, dass, beziehungsweise ich nehme das natürlich auch als Ansporn, dass wir das natürlich auch im weiteren Verlauf des Semesters natürlich auch umso besser machen. Viel geschrieben, viele Kommentare. Ich glaube, der finale Bericht waren irgendwie dann 25 Seiten, wirklich gut. Viel positiv, was gesagt wurde. Intensive Auseinandersetzung mit Kursinhalten, das ist von sehr vielen von Ihnen auch sehr positiv aufgefasst worden. Ich bekomme ja in den wöchentlichen Feedbacks auch teilweise gesagt, oh, das ist so viel und oh nein. Aber im Großen und Ganzen wird es von sehr vielen von Ihnen auch sehr positiv wahrgenommen. Es waren auch ein paar Kommentare dabei, dass Sie in dieser Veranstaltung wesentlich mehr lernen im Vergleich zu vielen anderen Veranstaltungen, die gleichzeitig im Semester belegt werden. Das freut mich natürlich. Und das ist auch, mir ist es klar, dass die Veranstaltung auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber Sie lernen richtig viel und Sie lernen auch richtig viel, wovon ich überzeugt bin, dass Ihnen das für Ihr gesamtes Leben lang auch viel bringt. Von daher, ich glaube, das Zeitinvestment, was Sie machen, ist auf jeden Fall für Ihr gesamtes Studium auch sehr lohnend. Genau, viele Breakout-Sessions, synchrones Format, also synchron und asynchron, Sie können ja quasi beides machen, wenn Sie das auch auf YouTube schauen. Transparente Einsicht in Lernprozesse, genau, Kristallkugel, ja, sehe ich auch mittlerweile, wenn ich mir das anschaue, wie viele Leute das schon machen, so, ich glaube 110, 115 oder so von Ihnen probieren das aus, finde ich sehr gut. Kontra, fehlender persönlicher Kontakt, auf jeden Fall. Mir würde es natürlich, also ich finde es cool hier in diesem TV-Studio, ich fühle mich auch sehr gut aufgehoben und irgendwie, wenn irgendwie drei TV-Kameras auch auf einen gerichtet sind. Zu Beginn der Veranstaltung, bin ich ehrlich, war ich auch sehr nervös, weil das auch alles irgendwie nicht gewohnt war. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir uns da auch so als Team auch richtig gut eingespielt, von daher, das klappt gut. Keine Gruppenarbeiten, da erzähle ich Ihnen gleich noch etwas, weil wir wollen es natürlich verbessern, also machen wir es natürlich. Hoher Arbeitsaufwand, genau, das ist der Fall. Sie lernen aber richtig viel und vor allem, wenn Sie sich überlegen, vor allem für diejenigen von Ihnen, die eine Klausur schreiben, ich bereite Sie schon auf die Klausur vor. Das heißt, Sie müssen im Vergleich zu anderen Veranstaltungen, wo Sie vielleicht danach irgendwie
Bulimie lernen, machen und sich richtig viel vor der Klausur reinpauken. Wenn Sie sukzessive hier gut mitmachen, dann sind Sie natürlich auch schon super auf die Klausur vorbereitet. Viele Folien oft zu kurz gezeigt. Ja, das haben wir auch schon über das gesamte Semester gesehen. Schwierig. Vorlesung ist nur ein Teil, wo Sie mögliche Informationen kriegen. Und es ist mir wichtig, dass Sie quasi so auch die Key Facts auf den Folien haben, wenn Sie die beispielsweise zur Klausurvorbereitung oder in 10 Jahren später nochmal sagen wollen, okay, oh, hier ist Selbstregulation, wie war das? Dass Sie da als Ressource auch darauf zurückgreifen können. Aber es gibt auch noch vielerlei weitere Ressourcen, sowohl in den Readings, in den Büchern oder quasi, wenn Sie die Begriffe, die Sie in der Vorlesung hören, dann bei PsycInfo oder bei Google Scholar oder so eingeben, kriegen Sie auch noch vielerlei weitere Ressourcen. Also im Vergleich zur Schule, wo Ihnen quasi auf der Tafel das ganze Wissen vorgekaut wird, ist es an der Universität wirklich eher so, dass Sie punktuelle Informationseinheiten bekommen, wir Ihnen zeigen wollen, was Sie machen können, wo Schwerpunktbereiche liegen, wo wir empfehlen würden, dass Sie sich vertiefen, aber dass Sie auch sehr viel Eigeninitiative da auch zeigen müssen. Fehlende Kommunikation mit dem Dozenten, haben wir wieder was vor, bereite zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie. Wenig Feedback, ich glaube, das bezieht sich vor allem darauf, auf Reading Reactions oder auf andere Sachen, dass ich da wenig Feedback oder dass wir als Instruktionsteam wenig Feedback geben. Wir lesen sämtliche Beiträge, wir probieren auch quasi punktuell einzelne, besonders qualitativ hochwertige Sachen hervorzuheben, aber ich glaube, Sie können auch verstehen, dass wir für 200 bis 300 Beiträge pro Woche jedes Mal Ihnen ein paar Sätze als Feedback zu Ihren Beiträgen halt auch leisten können. Fehlende Anonymität bei den Reading Reactions. Sie können die Reading Reactions auch anonym stellen. Das geht problemlos, wenn Sie daran interessiert sind. Im Zweifel schreiben Sie unserem Instruktionsteam. Die können Ihnen das zeigen, aber Sie können das auch quasi, wenn Sie das da machen, halt auch so da einstellen, und einige von Ihnen machen das auch. Viele verschiedene Plattformen, ja, absolut. Wir hatten uns auch überlegt, wir wollten das auch irgendwie reduzieren. Ilias funktioniert leider auch nicht so gut, wie wir es wollen für unsere Zwecke. Das Ilias Forum beispielsweise, schwach, würde ich persönlich sagen zurzeit. Ich hoffe, dass sich die Plattformen allgemein verbessern, sodass wir auch möglichst wenig Plattformen auch verwenden können. Aber ich glaube, wir haben uns da auch so langsam hereingegroovt, um quasi zu wissen, was wir wie auch verwenden. Ja, Verbesserungen haben wir natürlich jetzt auch noch einige vor. Vor allem, was mir sehr wichtig ist hier, die Veranstaltung zurzeit ist halt sehr, sehr frontal, obwohl wir auch viele Breakout Rooms haben, wo sie auch untereinander reden. Allerdings der direkte Austausch kann halt verbessert werden, und das wollen wir natürlich auch machen. Das heißt, ich habe jetzt den Knopf im Ohr. Das heißt, wenn Sie Fragen stellen wollen, können Sie zum einen in das Chatfenster schreiben und im Chatfenster Fragen stellen. Dann schaue da halt auch hin und wieder drauf, um dann halt auch darauf eingehen zu können. Dann stelle ich auch die Fragen vor. Sie können natürlich auch sich entweder melden oder auch quasi in der Vorlesung im Zoom-Raum dann auch sprechen, sodass Sie dann auch quasi auf der Aufzeichnung auch zu hören werden, und dann können wir auch so in ein Gespräch treten, um quasi dann Fragen zu stellen oder sich zu beteiligen oder auf anderen Arten und Weisen dann auch etwas mehr Interaktivität hinzukriegen. Wir hatten es ja so ein bisschen probiert auf Piazza zu Beginn, dass wir quasi so eigene Vorlesungstags gehabt haben, aber das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Weil da einfach nie irgendwie Interaktion kam. Also von daher würde ich vorschlagen, probieren wir das jetzt einfach so aus, dass Sie halt sich auch quasi unterhalten, dass wir uns auch unterhalten können, Sie explizite Rückfragen auch stellen können. Wenn es dazu Fragen gibt, schreiben Sie es in den Chat. Oder wenn Sie das Video auf YouTube schauen, dann können Sie auch darunter kommentieren, logischerweise. Das wird auch gemonitort von uns. Dann keine Gruppenarbeit. Haben wir uns überlegt,
Wir machen die Erklärvideos. Das ist quasi ein neuer Aufgabenbaustein, der mir auch sehr am Herzen liegt, weil insbesondere wenn wir einzelne Themenbereiche nicht mit besonders viel Tiefe behandeln, weil wir nur ein begrenztes Zeitfenster hier in der Vorlesung haben, können Sie das auch vertiefen. Und wir haben uns überlegt, die Erklärvideos können Sie auch in einem Team erstellen mit bis zu drei Personen. Wir haben das auch auf Gradecraft soweit angepasst. Es reicht, wenn eine Person vom Team die Sachen einreicht, aber das können Sie dann auch quasi gemeinsam daran arbeiten. Dann weiterhin wollen wir auch, dass Sie auch zwei Erklärvideos einreichen können. Das heißt, Sie können nicht nur so knapp, wir hatten glaube ich vorhin so 1,7, 1,8 Millionen Punkte, die Sie erreichen konnten. Und jetzt bieten wir es quasi nochmal an, ein zweites Erklärvideo auch einzureichen, sodass Sie da dann auch nochmal 200.000 Punkte mehr auch erlangen können. Also gleiche Rahmenbedingungen, gleiche Deadline, gleiches Prinzip. Natürlich, wenn Sie ein zweites Erklärvideo einreichen, das zweite zu einem etwas anderen Thema oder zu einem komplett anderen Thema. Also das gleiche Erklärvideo zweimal anzureichen, funktioniert natürlich nicht, aber das ist Ihnen sicherlich auch klar. So, und dann finale Veränderung, bevor wir wieder richtig loslegen. Wir haben wieder viel Administratives, aber mir ist es wichtig, dass Sie auch von unserem Feedback die Rückmeldung halt auch kriegen. Ist, dass wenn wir verschiedene Breakout-Rooms haben, apropos, wir brauchen auch so langsam wieder neue Bilder, also wenn Sie noch Bilder für uns da haben, diese Sachen bitte hochladen, wollen wir, dass wir quasi die gleichen Teilnehmer im selben Breakout-Room innerhalb einer Vorlesung haben. Wir wollen weiterhin, dass es zufällig zugeteilt wird zu Beginn, aber dass es dieselben Teilnehmer sind und dass wir dann auch halt auch ein bisschen Kontinuität quasi innerhalb der Breakout-Rooms haben. Das funktioniert natürlich nur für die ursprünglich drin sind. Wenn wer aus einem Breakout-Room herausfliegt, wird er ja wieder zufällig zugeteilt, dann bin ich mir nicht sicher, ob wir die Person dann den gleichen Gruppen wieder zuteilen können. Probieren wir in jedem Fall aus, aber ich bin gespannt und freue mich darauf. So, jetzt geht es weiter los. Lernstrategien ist unser Thema von der heutigen Vorlesung. Und wie Sie sehen, oder wie wir auch gemeinsam in der letzten Woche gesehen haben, ist das auch ein wichtiger Teil im Bereich der Selbstregulation. Wahl kognitiver Strategien beispielsweise, um sich zu überlegen, was für Lernstrategien gibt es, welche Lernstrategien können verwendet werden, wie kann man beispielsweise gut Wissen erwerben. Und das ist zentral jetzt für unsere Vorlesung. Wir wollen uns dabei insbesondere kognitive Lernstrategien anschauen, als auch metakognitive Lernstrategien. Allerdings vorher, weil ich jetzt ja auch schon so viel geredet habe, machen wir jetzt einen kleinen Breakout Room, 5 Minuten, wo Sie quasi untereinander die Lernstrategien, die Sie vielleicht schon unterbewusst oder auch bewusst angewendet haben in Ihrer Schul- und Universitätszeit, dass Sie die mit Ihren Mitstudierenden teilen und sich darüber austauschen. Wir werden da sicherlich in der nächsten Stunde, in den nächsten 45 Minuten, da auch einige von diesen Strategien auch nochmal aufgreifen, die zuordnen und auch so ein bisschen verstehen, wieso diese Strategien auch von Vorteil sind. Von daher wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Breakout Room. Ich probiere in der Zwischenzeit hier mein Logitech Update auch zu installieren, damit der Bildschirm nicht wieder schwarz wird. Ich bin gespannt, ob es klappt, aber ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß im Breakout Room. Alles klar, los geht's.
Okay. So, wir kommen auch jetzt langsam zurück. Ich bin auch schon gespannt, ob Sie dann quasi verschiedene von den Strategien auch weiter erkennen. Wir wollen uns vor allem kognitive und metakognitive Strategien anschauen. Dabei zu den kognitiven Strategien vor allem mnemonische Strategien, strukturierende Strategien und generative Lernstrategien. Mnemonische Strategien damit werden Strategien bezeichnet, die vor allem helfen sollen, neue Informationen im Arbeitsgedächtnis zu erhalten. Wir haben uns das auch schon vor einiger Zeit ja auch schon teilweise etwas angeschaut. Beispielsweise Strategien dafür ist das pure Wiederholen von Informationen, ist keine effektive Lernstrategie, aber es ist nichtsdestotrotz quasi eine Strategie, die verwendet werden kann. Dann die Loci-Methode, wo Sie Begriffe mit Orten verknüpfen und Sie dann einen Weg in Ihren Gedanken ablaufen. Ich habe Ihnen da auch ein Beispiel ja erzählt und Sie können sich da dann quasi für dieses Beispiel die entsprechende Vorlesung auch gerne nochmal anschauen. Aber sogar, ich glaube auch ein Blogbeitrag, da hat jemand von Ihnen dies auch ebenfalls beschrieben, wie Sie diese Loci-Methode auch verwenden können. Und dann auch eine andere Strategie ist die sogenannte Schlüsselwortmethode, wo Sie beispielsweise im Vokabeln lernen, gewisse Verknüpfungen finden, die man über visuelle oder über akustische Brücken dann bilden können. Also Biene, Bien, Bohne oder dann eine Biene, Sitzwald, Bien und Biene klingt ähnlich, dass eine Biene auf einer Bohne sitzt und dass sie sich quasi dann über diese Verbindung diese Vokabel dann auch gut auch merken können. Und das können Sie dann auch für verschiedene andere Begrifflichkeiten sich dann auch überlegen. Und vor allem dabei ist es nochmal wichtig zu betonen, diese Strategien sind vor allem auch dazu gut, um quasi das Arbeitsgedächtnis quasi dabei zu unterstützen. Also wenn Sie sich da die verschiedenen Gedächtnismodelle, die wir ja auch zu Beginn unserer Vorlesung betrachtet haben, nochmal in Erinnerung in Ihr eigenes Arbeitsgedächtnis rufen. Dann strukturierende Strategien sind vor allem Techniken, die Selektion und die Organisation von Wissensstrukturen verstärken wollen. Dazu zählen verschiedene Mapping-Varianten, Concept Maps, Mind Maps, wo Sie Wissensbereiche strukturieren, Informationen verknüpfen miteinander, um gewisse Kategorien zu bilden, um Zusammenhänge von verschiedenen Themenbereichen sich auch genauer anzuschauen und auch da die Verbindungen zu sehen. Wie in unserer Vorlesung, wie Sie da auch quasi eine Mindmap erstellen können mit den unterschiedlichen Vorlesungsinhalten, sodass Sie da sich auch da weitergehend dann auch die Verbindungen auch gut sehen können. Und dann eine zweite große Variante sind quasi Exzerpte. Also wenn Sie beispielsweise, Sie sehen das ja auch bei irgendwelchen wissenschaftlichen Artikeln beispielsweise, wo ein Artikel 20, 30 Seiten beinhalten kann und dann quasi ein Abstract darüber steht, der wesentliche Informationen zusammenfasst. Genauso können Sie, wenn Sie andere große Informationseinheiten haben, quasi die Kernaussagen oder die wichtigsten Punkte dann quasi zusammengefasst exzerpieren, damit Sie
da strukturiert zu einzelnen Themenbereichen dann ihren Lernprozess unterstützen können. Dann von generativen Lernstrategien. Dabei ist es vor allem wichtig, dass dies Lernstrategien sind, die darauf hin zielen, ein tieferes Verständnis zu erlangen, sodass sie halt wirklich kognitiv aktiviert werden. Das bekommen sie vor allem dadurch hin, indem sie Informationen interpretieren, elaborieren, generieren, also wirklich sich überlegen, okay, wenn ich jetzt verschiedene Informationseinheiten habe, was sind Beispiele für ein Konzept? Wo liegen, was sind Charakteristiken, die so ein Konzept ausmachen? Was sind auch vielleicht die Grenzfälle? Wo kann man so ein Konzept nicht drauf anwenden? Also Beispiele überlegen, sowohl was Beispiele für etwas sind, als auch was Beispiele für etwas sind, was gerade keine Beispiele für etwas sind, aber wo man es vielleicht meinen würde. Also quasi wirklich, dass man dann auch die Grenzen von Konzepten, Konstrukten dann auch gut betrachten kann. Dann Analogiebildung wird ebenfalls auch sehr oft verwendet, damit sie halt wirklich auch ein tiefergehendes Verständnis dann auch erzeugen können. Und dann, wie bei Erklärvideos oder wie auch im Unterricht, Kontext, wenn Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig Sachverhalte, die sie gerade neu erlernt haben, gegenseitig erklären, das fördert wiederum ein tieferes Verständnis von den ursprünglichen Wissensinhalten. Darum werden sie auch beispielsweise im Studium, um jetzt auch ein Beispiel zu bringen, dass sie dann im Studium in Seminaren, wo sie dann dazu angeleitet werden, Vorträge zu gewissen Themenbereichen vorzubereiten. Natürlich könnten der oder die Dozierenden diese Vorträge ebenfalls halten, aber es ist dann halt oftmals dieser Prozess, sich vertieft mit gewissen Themenbereichen auseinanderzusetzen, gehört halt dann auch insbesondere dazu, dass sie einen besonderen Lernerfolg, einen besonderen Lerneffekt dann auch dazu erlangen. Und genauso können Sie quasi anderen, wenn Sie Ihrer Partnerin, Ihrem Partner vielleicht zur Klausurvorbereitung etwas über psychologische Strategien erklären wollen, gute Lernstrategie für Sie selber, um sich dann beispielsweise auch weiter fortzubilden. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass man sich überlegt, Regulation von Lernprozessen, wie kann man wirklich auch darauf hinausgehen, dass man Wissen auch verstanden hat. Also wie kann man auch schauen, dass wenn man in einem Lernprozess drin ist, wie effektiv solche Lernprozesse sind. Das ist vor allem dann in Bezug auf Meta kognitive Lernstrategien wichtig. Und Sie haben das ja auch in den Prozessmodellen auch oftmals gesehen, dass dieses Monitoring ein wichtiger Bestandteil in einem Selbstregulationsprozess auch ausmacht. Planen ist vor allem in der präaktionalen Phase, so wie wir es auch gesehen haben, wichtig, unter anderem um Lernziele genau zu formulieren, sodass sie auch wirklich dezidiert wissen, wo sie hinwollen, wo ihre Ziele auch liegen. Und dann sich überlegen, okay, wenn ich Lernziele habe, wie komme ich zu diesen Lernzielen? Also quasi die Auswahl von Lernstrategien dafür. Sie haben auch verschiedene Lernstrategien vorhin kennengelernt. Es gibt natürlich auch noch eine Vielzahl an weiteren Lernstrategien, die auch verwendet werden können. Und zum Plan gehört natürlich ebenfalls auch, dass Sie sich genau überlegen, okay, zum Lernziel. Ein Lernziel hat oftmals viele Bereiche und Sie können auch sehr viel verschiedene
auf verschiedene Art und Weise sich darauf vorbereiten, in verschiedene Tiefe Lernziele erfüllen. Aber ist es genauso wichtig, dass sie sich überlegen, welche Komponenten von dem Lernziel sind wichtig, welche Komponenten sind vielleicht spannend, aber nicht unbedingt zur Lernzielerfüllung notwendig. Und quasi, dass man sich da wirklich überlegt, okay, inwieweit möchte man verschiedene Komponenten von einem Lernziel genauer betrachten und auch erlernen. So Stichpunkt Ressourcenmanagement, Zeiteinteilung. Es wird vor allem spannend, wenn Sie halt in die Klausurenphase, wieder jetzt als Studium, als Beispiel, aber Sie können sich das genauso gut vorstellen in einem Unternehmen, wenn es darum geht, Forschung und Entwicklung dort beispielsweise Elektromotoren voranzubringen, um Wirkungsgrade beispielsweise zu erhöhen oder in vielen anderen Themenfeldern. Es gibt oftmals auch kompetierende Lernziele und Sie müssen halt mit den Ressourcen, die Sie haben, sich überlegen, wie kann man das möglichst effektiv dann auch gestalten. Dann, zweite Phase, überwachen. Während Sie quasi Strategien ausführen, dass Sie sich genau notieren, okay, was fällt Ihnen schwer beispielsweise? Also irgendwie, wo merkt Sie, oh, zur Lernzielerreichung gibt es gewisse Bereiche, die fallen einem einfacher, gewisse Bereiche fallen einem schwieriger. Quasi wie beim Vokabellernen, es bringt Ihnen nicht so viel, wenn Sie Vokabeln wiederholt lernen, die Sie schon bereits können. Oder wenn Sie irgendwie Klavier spielen lernen und anstelle davon, dass Sie auch wie in der Zone of Proximal Development sich ein neues Klavierwerk vornehmen, was über Ihrem Schwierigkeitsgrad liegt, dass Sie halt genau diese Stücke, die Sie schon seit 10 Jahren rauf und herunter spielen, dass Sie die halt wieder üben. Das ist halt kein Üben, das ist dann halt zur Lernzielerfüllung, wenn Ihr Lernziel ist, beispielsweise ist, sich in diesem Bereich Ihr Fähigkeitsniveau zu erhöhen, ist das nicht gut. Von daher ist es halt wichtig, dass Sie sich überlegen, okay, wo sind Sie gechallenged, was ist schwierig und dass Sie dann diese Schwierigkeiten auch wirklich explizit dann auch formulieren, sowohl schriftlich, mündlich oder dass Sie sich halt gedanklich darüber Notizen machen. Denn wenn Sie Schwierigkeiten haben, dann können Sie beispielsweise, wenn Sie an verschiedene Lerntheorien denken, situiertes Lernen haben wir beispielsweise in einem Seminar, welches einige von Ihnen auch parallel belegen, gerade betrachtet, dass Sie dann halt mit der Interaktion mit anderen Personen dann diese Schwierigkeiten dann auch beispielsweise beheben können. Oder dass Sie dann als weitere Strategie dann more knowledgeable others, also andere Leute, andere Expertinnen und Experten fragen, um dann auch bei diesen Schwierigkeiten Unterstützung zu erlangen. Und natürlich ist es ebenfalls wichtig, dass Sie quasi im Prozess von den Lernstrategien sich wirklich anschauen, okay, ist meine Lernstrategie erfolgversprechend, ist sie erfolgreich, ist das etwas, wo, womit Sie halt in adäquatem Maße zur Zielerreichung kommen oder ist diese Lernstrategie vielleicht keine zielführende Lernstrategie, sodass Sie dann das auch etwas zu adaptieren haben. Metakognitive Lernstrategien ist dann quasi in der postaktionalen Phase, wo Sie dann eine Überprüfung machen, um beispielsweise zu schauen, okay, habe ich das Wissen wirklich gelernt? Also das können Sie beispielsweise machen, indem Sie sich Fragen stellen und zu überprüfen, ob Wissen quasi erlangt wurde. Beispielsweise im Vokabellernen, wenn Sie verschiedene Vokabeln sich angeschaut haben, die Sie lernen wollten, dass Sie quasi einen eigenen kleinen Quiz schreiben, der natürlich auch schon die Erstellung von Quizfragen, dann richtige Antworten und so weiter, ist natürlich auch lernförderlich,
generativ. Also sie erklären sich das dann auch in gewisser Weise selber teilweise. Aber dass sie das dann quasi zur eigenen Wissensüberprüfung dann auch verwenden. Wenn sie beispielsweise in einer anderen Lernumgebung sind, vielleicht virtuell, wo es quasi Probetests, Probeklausuren oder quasi andere Arten von formativen Assessments gibt, ist das natürlich auch eine Art, wo sie das überprüfen können. Genauso können sie auch Mitlernenden quasi Wissen erklären, die auch im Idealfall, und da ist der Unterschied zwischen den kognitiven Strategien, wenn sie das anderen Leuten erklären, um quasi Wissen selber generativ zu erlernen, dann sollten sie das vor allem dann zum Selbstlernen verwenden. Und zur Wissenskontrolle ist das dann natürlich umso förderlicher, wenn sie das Mitlernenden erklären, die schon über die gewissen Fähigkeits- und Kompetenzniveaus verfügen, dessen Wissen sie halt auch kontrollieren wollen. Ich schaue kurz in den Chat. Bislang kamen noch keine Fragen und es gibt auch, glaube ich, noch niemanden, der irgendwie etwas sagen will. Zumindest sehe ich auch noch keine geraisten Hände. Wenn Sie Fragen haben, logischerweise, ich möchte nochmal explizit betonen, bitte gerne stellen, weil wir es auch ein bisschen interaktiver machen wollen, logischerweise. Selbstreguliertes Lernen, wir haben uns da jetzt schon zwei verschiedene Prozesse zu angesehen. Dann ist es natürlich auch umso wichtiger, dass man sich dann betrachtet, okay, warum soll ich das Wissen erwerben, warum soll man beispielsweise einen Text lernen? Warum belegen Sie diese Vorlesung? Das ist auch im Bereich Motivation, wenn Sie sich da an diese Veranstaltung zurückerinnern, gibt es da natürlich auch eine Vielzahl an Überschneidungen. Und es ist natürlich insbesondere wichtig, im Bereich zur Selbstregulation, motivational, volitional, dass Sie quasi die Motivation aufrecht erhalten, um den Lernprozess auch weiterzuführen. Also quasi, wenn Sie sich das als Regulation des Selbst vorstellen, die Ressourcenstrategie, die Sie sich quasi überlegen, was Sie für Ressourcen anwenden wollen, dann wie Sie quasi Aktionen aufrecht erhalten und in der postaktionalen Phase Selbstbild erhalten. Haltung, Erwartungswert, Sie merken schon wieder auch die Bezüge zu anderen Vorlesungen. Ich freue mich auch schon wirklich, Ihre Mindmaps da auch zu sehen, wenn Sie auch all diese Querbezüge, die Sie auch jetzt bestimmt auch schon direkt sehen, quasi dann auch dann visuell darstellen als Lernstrategie. Motivationale Stützstrategien sind insbesondere dann zur Regulation des Selbst wichtig, wenn Sie halt auch viele Lernziele verfolgen gleichzeitig. Und das bezeichnet vor allem, wie viel Zeit und wie viel Energie Sie auch vielleicht materiell auch einsetzen wollen. Wie Sie das unterstützen können, ist es, dass Sie beispielsweise eine Lernumgebung herrichten, in der alle Materialien, alle Ressourcen für Sie auch sofort vorhanden sind, sodass Sie auch quasi um einen Cognitive Load halt auch zu vermeiden, quasi auch wirklich eine Lernumgebung haben, wo Sie auch auf das Lernen fokussiert sein können. Also jetzt in Corona-Zeiten beispielsweise, dass Sie auf Ihrem Schreibtisch, wenn Sie arbeiten, dort auch wirklich alle Sachen wegräumen, die quasi etwas anderes dann auch andere Beschäftigungen ermöglichen würden. Oder dass Sie, wenn Sie quasi am PC arbeiten und irgendwie vorher irgendwie ein Videospiel gezockt haben, das Videospiel halt komplett beenden, anstelle das einfach nur in einem anderen Tab auch noch geöffnet zu haben. Das ist natürlich dann nicht so clever. Dann wichtig, Zeitmanagement, Zeitplan haben Sie
auch schon gesehen, dass sie sich quasi einen genauen Zeitplan überlegen, was sie wann wie machen. Also ich kann Ihnen auch wirklich empfehlen, quasi, dass Sie sich in Ihrem Kalender verschiedene Zeitslots reinblocken für gewisse Lernaktivitäten, sodass Sie dann auch quasi kein, in Anführungszeichen, schlechtes Gewissen haben brauchen, weil Sie halt genau wissen, okay, Sie lernen in diesen verschiedenen Zeitslots für die spezifischen Dinge. Also quasi genauso, wie Sie, wenn Sie jetzt diese Veranstaltung live sehen, dass Sie sich diese Stunde in Ihrem Terminkalender geblockt haben, genauso können Sie quasi, wenn Sie noch andere Veranstaltungen belegen, die, wo Sie vielleicht ebenfalls etwas zur Vor- und Nachbereitung machen wollen oder wenn Sie beispielsweise eine andere Fähigkeit erhöhen wollen, beispielsweise Ihr Klavierspielen erhöhen wollen, dass Sie dann halt genauso zwei Stunden in Ihren Terminplan da hereinblocken für die Erhöhung von diesen Fertigkeiten. Was auch dann auch förderlich ist, ist, dass Sie dann solche Pläne und solche Ressourcen dann auch mit Ihren Mitlernenden in gewisser Weise teilen, um zu schauen, okay, ist mein Ressourcenmanagement vergleichbar mit vergleichbaren anderen Personen, damit Sie sich auch da besser einschätzen können, von wegen, okay, Ressourcenmanagement, ob es quasi ein angemessenen Ressourceneinsatz für zur Zielerlangung dann auch vorliegt. Um Motivation und Lernstrategien aufrecht zu erhalten, gibt es ebenfalls verschiedene Strategien. Dabei ist es vor allem auch wichtig, quasi Emotionen und Motivation quasi auch in der Verbindung zu sehen, damit Sie sich dann beispielsweise, wenn Sie verschiedene Aufgaben zu erledigen haben, auch Prioritäten setzen, um zu schauen, okay, welche von den Aufgaben zur Lernzielerfüllung haben vielleicht höhere Priorität, welche Aufgaben haben etwas niedrigere Priorität und dass Sie sich auch dann wirklich überlegen, okay, wann Sie welche Aufgaben wie erledigen. Sehr wichtig, damit Sie quasi auch im Idealfall so einen Flow erleben haben, also dass quasi das Anforderungsniveau und das Fähigkeitsniveau möglichst gleichbleibend ist, um es quasi in so einen sehr positiven motivationalen Zustand auch hereinzugelangen. Sich von ablenkenden Reizen abzuschirmen, haben wir auch gerade so ein bisschen schon angerissen, quasi clean Umgebung, möglichst wenig Distraktoren, dass Sie sich auch wirklich Zeitfenster schaffen, wo Sie sich halt auch völlig auf solche Lernaufgaben fokussieren können, dass Sie quasi, dass quasi Ihr Cognitive Load bei solchen Prozessen auch möglichst auf die Lernaufgaben fokussiert wird. Dann motivational, wenn Sie quasi auch merken, okay, ich bin eine Person, die sich sehr gut auch extrinsisch motivieren lässt, dass Sie sich auch überlegen können, okay, was für Belohnungssysteme wollen Sie sich vielleicht selber setzen, damit Sie auch über einen längeren Zeitraum die Lernprozesse aufrechterhalten können. Und genauso wichtig ist es quasi Emotionsregulation, dass wenn Sie halt merken, oh, es ist quasi wie im Fitnessstudio, no pain and no gain. Also wenn Sie halt irgendwie merken, oh, ich habe negative Gefühle, negative Emotionen, aber ich will mein Fähigkeitsniveau erhöhen, dass Sie sich dann Strategien überlegen, wie Sie quasi die negativen Emotionen in etwas Positives umwandeln können oder dass Sie sich klar sagen, okay, jetzt für diese Lernphase dränge ich die negativen Emotionen so weit, wie es geht. Natürlich, es gibt solche und solche vielschichtig. In der Psychologie ist es niemals schwarz und weiß. Es ist alles ein großer Graubereich. Aber dass Sie sich dennoch quasi überlegen, okay, ist es möglich, negative Emotionen quasi für Lernphasen zu verdrängen in gewisser Weise, damit Sie sich auf Lernprozesse auch konzentrieren können. Und dann, wenn Sie quasi die Lernprozesse sich anschauen und zu einem Ergebnis gekommen sind, dann ist es natürlich
auch spannend, wie Sie das halt attribuieren. Also beispielsweise ist es für das Selbstbild möglichst förderlich, wenn Sie sich Misserfolge dadurch attribuieren, dass es vor allem daran liegt, dass Sie sich weniger angestrengt haben oder auch wirklich external, beispielsweise durch schwierige Aufgabenstellungen und sich Erfolge natürlich dann natürlich möglichst internal dann erklären würden. Also Sie sehen quasi, es gibt da quasi in jeder dieser Phasen verschiedene Möglichkeiten, Lernstrategien anzuwenden, diese zu monitoren, um quasi dann auch Lernprozesse zu verstärken. Dabei unterscheiden sich Lernende vor allem in den Kompetenzen zum selbstregulierten Lernen und man unterscheidet dabei quasi von zwischen drei verschiedenen Defiziten, die Lernende in Bezug auf solche Fähigkeiten zum selbstregulierten Lernen aufweisen können. Es ist zum einen ein Mediationsdefizit, sodass gewisse kognitive Voraussetzungen nicht erfüllt sind, um gewisse Strategien zu verwenden. Dann ein Produktionsdefizit, wo halt gewisse Lernstrategien, die vielleicht förderlich wären, um Lernziele zu erreichen, zum einen nicht, dass da dieses metakognitive Wissen fehlt, solche Strategien dann auch wirklich anzuwenden. Und dann das Nutzungsdefizit, dass sie solche Lernstrategien vielleicht zum ersten Mal anwenden. Und wir werden auch gleich noch sehen, wenn sie Lernstrategien zu Beginn, zum ersten Mal oder in einer frühen Phase anwenden und sie noch nicht wirklich Expertin oder Experte in einer Lernstrategie sind, dann ist die zu erwartende Lernleistung etwas schwächer. Aber dieses Nutzungsdefizit geht dann auch quasi mit der Zeit auch wieder hoch. Also Sie sehen quasi, dass es auch da verschiedene Phasen gibt, die auch dann dazu führen können, wie Sie quasi Ihre Selbstregulationsfähigkeit auch erhöhen können, indem Sie sich beispielsweise fort- und weiterbilden. Was sind effektive Lernstrategien? Welche Lernstrategien sind insbesondere gut für gewisse Lerninhalte, um dann auch gut entscheiden zu können, wann man welche Strategien für Lernziele dann auch effektiv verwendet. Wie gerade auch erwähnt, wenn Sie sich eine neue Lernstrategie zum ersten Mal probieren, im Vergleich dazu, wenn Sie quasi eine andere, schon etwas etabliertere Lernstrategie für sich selber das vergleichen würden, haben Sie zunächst ein gewisses, was auch als Motivationstal beschrieben wird, so dass quasi die zu erwartende Leistung beim ersten Erwerb und der ersten Nutzung von Strategien zunächst etwas herunterfällt, bis Sie dann, wenn es eine effektive Lernstrategie ist, also das müssen Sie dann halt auch wieder selber monitoren, um dann zu schauen, wie ist die der zu erwartende Lernerfolg. Und da ist das Studium eigentlich wirklich eine ideale Spielwiese für Sie, um auch verschiedene Lernstrategien zu probieren, um halt wirklich auch so zu sehen, okay, hey, vielleicht habe ich jetzt dann in zunächst etwas schwächere Lernleistung, aber wenn Sie darauf quasi für Ihre Zukunft, für Ihr weiteres Leben halt gute Lernstrategien dann erwerben, die Sie dann quasi über das Studium hinaus in Ihrem Beruf dann weit bringen, ist das eine sehr gute Investition quasi in Ihre, für sich selber, damit Sie sich halt auch weiter fortbilden. Okay, Sie haben jetzt viel gehört und auch über die Lernstrategien, die Sie zu Beginn der Sitzung betrachtet haben. Von daher 4 Minuten, nicht 5 Minuten, 4 Minuten, dass Sie das jetzt noch ein bisschen in den gleichen Gruppen auch reflektieren. Wenn Sie Fragen haben, bringen Sie die Fragen dann auch bitte mit für die gleiche Runde. Wir gehen auch in die gleichen Breakout Rooms. Viel Spaß, los geht's.
Alright. Okay. Also, Sie haben auch da sich sicherlich über diese verschiedenen Lernstrategien noch einmal untereinander ausgetauscht, reflektiert und auch bestimmt auch beschrieben, wie quasi die ersten neuen Anwendungen von Lernstrategien auch vielleicht etwas schwieriger waren oder dass Ihnen auch, dass Sie gemerkt haben von wegen, wo Sie auch mal gemerkt haben, okay, vielleicht ist die eine Lernstrategie nicht so erfolgreich gewesen und dass Sie dann quasi auf eine andere Lernstrategie umgeswitcht sind, um Lernerfolg dann zu erhöhen. Generell, was wir sehen, ist, dass Strategieerwerb schwierig ist und selten beiläufig. Also es wird oftmals, und das zeigen auch viele, viele Studien, dass Sie Lernstrategien am besten wirklich explizit lernen, dass Sie sich wirklich vorstellen, okay, wie kann man Lernstrategien erhöhen, wie kann man Lernstrategien direkt erwerben, um halt sich neue Fähigkeiten auch beizubringen, sodass Sie auch dann kein Defizit haben, dass Sie Lernstrategien, die wichtig sind, auch nicht haben. Von daher, diese Veranstaltung heute ist in gewisser Weise ebenfalls auch so ein bisschen so ein Lernstrategie-Training für Sie, damit Sie quasi Ihr eigenes Repertoire an Lernstrategien, bestimmt haben viele von Ihnen auch schon viele von diesen Lernstrategien gehört, und es gibt auch noch viele weitere Lernstrategien. Vielleicht auch ein spannendes Thema für einen Blog oder für ein Erklärvideo, wo Sie noch weitere Lernstrategien auch vorstellen, was Sie dann auch Ihren Mitstudierenden zur Verfügung stellen, um das Lernstrategie-Arsenal dann auch wirklich zu erhöhen. Denn insbesondere so komplexere Lernstrategien erwerben Sie auch meistens etwas später. Okay, soweit zu dem Bereich. Wir waren heute auch wieder im Bereich Vermittlungsprozesse, Unterricht, Gruppen, Medien, drin Lernstrategien, Psychologie des Lernenden. Wir wollen uns insbesondere in der nächsten Veranstaltung die Unterrichtsmodelle etwas genauer ansehen. Und darauf freue ich mich schon und wünsche Ihnen noch einen guten weiteren Start in die heutige Woche. Ich mache wieder verschiedene Breakout-Rooms, allerdings weniger Breakout-Rooms offen, so dass Sie sich auch noch quasi untereinander über Lernstrategien oder andere Dinge auch miteinander austauschen können. Und wir sehen uns dann zur nächsten Woche wieder. Ich freue mich auf Sie. Auf Wiedersehen.